Schmeiß weg. Was hatten die da auf dem Gürtel stehen? Was, 69? Oh, Slow-Mo. Abigail, hey, Hey, hörst du? Nein, hör mal. Da ist irgendwas. Kleines Wildschwein. Oh, aufpassen. Wenn da die Mama in der Nähe ist, kann es doof kommen. Er ist so winzig. Oh oh. Ist total süß, aber wenn die Mama kommt, oh dann ist es doof. Er ist so süß. Sachte. Sachte. Sicherheitstipp Nummer 6, Luft anhalten. Oh no. Du bist in Gefahr. Eine rätselhafte Kreatur ist hinter dir her. Atme nicht. Du musst die Luft anhalten, damit die Bestie denkt, dass du nur totes Fleisch bist. Denn Kadaver sind für dieses Raubtier uninteressant. Achte darauf, wie sich die Anzeige oder die Geräusche verändern, je gefährlicher es wird. Wenn die Gefahr vorbei ist, renn weg. Wähle den richtigen Moment und dann lauf um dein Leben. Also pupsen darf man auch nicht. Aber Vorsicht, wenn du im falschen Moment atmest oder wegläufst, erkennt die Bestie dich als verlockende Beute. Das kann tragisch enden. Serious consequences. Warten einfach so lange, bis der blau wird. Oh, 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 oh. Ich muss gleich loslassen. Rechts und links scheint. Ja, genau. Schmeiß sie vor. Oh Gott. Lacht ein bisschen wie eine Hexe, ne? Das war knapp. Das Vieh hätte mich beinahe zerfetzt. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hätte die voll heroisch gerettet und die lacht mich jetzt aus. Bisschen undankbar, oder? Stell dir die Story vor. Eine Sau trifft man nicht oft. Machen wir die Story. Zumindest hat sie ihrem Schweinemann was zu erzählen. Woher weißt du, dass es die Mutter war? Ich konnte alles sehen. Sie wollte mir an die Wäsche. Ah. Oh, deine süße kleine Freundin. Oh, so klein versaut. War sie gar nicht. Ich hätte Lust gefunden, wenn sie angefangen hätte zu grunzen. Oh, ups. Upsi. Upsi. Wir sollten zurückgehen. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. I hope. I hope. Na, wird mal wieder Zeit für einen Neustart? Wobei, bisher? Bisher. Okay, jetzt steht keine Rückmeldung da. Ah! Oh, Moment! Wir warten. Ich seh schon wieder was ihr nicht seht. Yes. Ich warte jetzt einfach immer. Und wenn es 10 Stunden dauert. Hackett's Quarry Camp Feuerstelle. Vor allem wird es dunkel. Jetzt geht langsam die Gefahr los, ja? Falls ihr jetzt habe ich das Handy wieder und krass. Kann nichts damit. Mach ein paar schöne Fotos. Jetzt habe ich das Handy wieder und kann nichts damit anfangen. Déjà-vu. Oh, ich kann ein Foto machen. Ich kann ein Foto machen, Freunde. Warte mal, kann ich auch ranzoomen? Ich will. Ich kann schon mal nicht.
Wovon machen wir jetzt ein Foto, Freunde? Ich weiß nicht, ob es ausschlaggebend ist für irgendwas. Wobei, das sieht ja schön aus, oder? Vor allem auch mit diesen Sunflares. Sieht schön aus, oder? Kann aber auch... Man sollte natürlich nicht direkt in die Lichtquelle rein fotografieren, ne? Ich kann halt auch nicht rauszoomen oder sowas. Ansonsten wäre es ganz schön, wenn man irgendwie das hier noch drauf bekommt. Vielleicht einfach so. Hey, Caitlin, ja, kann möglichst weißt du was? Mr. H ist voll der Spanner. Er hat überall versteckte Kameras und einen Geheimraum. Nein, das ist nicht... Wow, halt. Bitte, was? Seine Augen sind überall. Die ganze Zeit sieht er uns. Hör schon auf, Mann. Er hat nur Wildkameras. Für die Wanderwege und so ein Zeug. Und für wilde Betreuer. Oh. Das findest du nicht weird? Wenn er damit das Gebiet checkt, Kids beschützt, vermutlich beobachtet er die Wildtiere. Ihr seid ja total fantasielos. Und, was geht hier so? Ist alles ready? Immer noch kein Netz. Und halt eine Spinne. Ah, ja. voll langweilig. Ich weiß nicht, ist vielleicht ein Satellit vom Himmel gefallen oder so? Ja, ist in den Wald gefallen und weckte somit die Hexe von Hecke. Okay. Ist euch eigentlich klar, dass wir uns nach heute vielleicht nie wiedersehen? Und das merkst du erst jetzt? Ich sorg nur für Stimmung. Stimmung? Emotion, Vibe, weißt du? Apropos für Stimmung sorgen. Ich hab zu tun. Okay, denn Playlists erstellen sich nicht selbst. Irgendwie ja doch, aber... Es fehlt noch Holz. Besorg es mir. Igitt, Wortwahl. Oh, das war Absicht. Abby, Nick, gutes Timing. Ich glaube, es steht wirklich mehr auf Typen, Holz. Oder? Das wird besonders Ryan freuen. Aber eher Kleinholz. Oh, das ist genug. Holzklötze haben wir schon reichlich. Wir hätten vielleicht mehr, aber da war eine Sau oder Bache. Aber Nick war super tapfer und hat sie abgewehrt. Die Haxe von Hackett's Quarry? Komm auf Ernst. Ist denn wirklich alles okay? Niemand verletzt? Wir sind okay. Es war ja kein Preiskampf oder so. Allerdings hat Nick eine neue Freundin. Oh, erzähl. Wow, Speziallieferung. Wow, 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 was rennst du mit einer Knarre rum? Jetzt chill mal, okay? Ist ja nicht echt. Ich meine, sie ist echt, aber nur zum Schutz vor Bären. Wir haben sie aus dem Lagerraum. Okay, schön. Schön, wir packen sie weg. Danke. Echt nicht lustig, du Arsch. Bang, bang, und wir bringen euch eine handverlesene Auswahl der allerfeinsten Hackett's Quarry Grundnährstoffe. Nicht wirklich, Mann. Doch wirklich, Mann. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Pop, pop, pop them in your mouth. Pop. Ich dachte, dass die inzwischen vom Markt verschwunden wären. Hey, gib sie wieder her, Cowboy. Okay, die hier... sind vergeben. Alter, du kannst mir die nicht einfach zeigen und mir verbieten, mich damit vollzustopfen. Komm schon. Emma, bitte reich mir die Flinte. Was denn? Du willst mich erschießen? Was? Nein, Dumpfbacke. Okay, wir schießen jetzt um die Wette. Niemals. Auf keinen Fall. Nein. Ich lasse dich mit der Knarre nicht alleine. Keine gute Idee. Mal streng. Ich lasse euch Deppen sicher nicht mit einer Knarre allein. Ja, komm schon, da, der Schießstand ist ganz in der Nähe, okay? Das wird ein Spaß. Okay, also, du und ich. Und ein Wettschießen. Erster Preis? Peanut Butter Butter Pops. Ganze Ladung. Alter. Dann sind sie dir wohl nicht so wichtig, hä? Vielleicht brauchen wir die Munition für später noch. Für Bären und so. Jawohl! Alter, wie unvernünftig. Jacob, her mit dem Ding. Los. Niemand hantiert hier mit einer Waffe, solange du dich wie ein Idiot benutzt. Okay, pass du auf uns auf. Leite objektiv die Party. Okay, die eigentliche Party startet hier, Jacob. Okay, die Hauptparty wird schon weitergehen nach der kleinen Nebenquest. Komm schon. Bitte. Nein. Na gut. Letzter Aufruf zum altmodischen Wettschießen.
Da hinten ist eine Lichtung, da können wir es machen. Aber falls einer von euch irgendeinen Quatsch anfängt, ist es sofort zu Ende. Kommt nicht vor. Yay. Yay, yay, yay. Oh boy. Vor allem das Gruselige, es geht ja erst noch los. Es wird ja jetzt gerade erst dunkel. Oh bitte. Okay, es scheint. Okay, also wenn man einfach wartet. Ich sag's dir nur, ich war Meisterschütze. Erstklassig. 3 Jahre in Folge, Ranghöchster im Camp jedes Jahr. Ich sag dir also, du Loser wirst verkacken, Nick. Also gib jetzt auf. Erstklassig. 3 Jahre in Folge, Ranghöchster im Camp jedes Jahr. Ja, ich sag dir also, du Loser wirst verkacken, Nick. Also gib jetzt auf und möglicherweise kriegst du einen Peanut Butter Butter Pop als Geschenk. Niemals. Du hast nie gesehen, wie ich schieße. Ja, denn du hast noch nie geschossen. Ja, das behauptest du. Okay, ich wüsste ja wohl, okay, nur Jungs, ich muss euch da unterbrechen. Ihr macht das toll mit dem charmanten Macho-Scheiß. Aber wenn wir gleich auf dem Schießstand sind, gelten meine Regeln, okay? Und was ich sage, gilt, alles klar? Okay, gut. Ich muss uns Ziele und Patronen besorgen. Rührt euch nicht vom Fleck, bis ich wieder zurück bin. Was, die weiß, wo noch mehr Patronen sind? Ja gut, dann ist sie mir oder ist sie hot, wenn sie so herrisch tut? Bin immer hot, Jämmerling. Ja, okay, danke, bye, bye. Jämmerling. Hotty, hotty, hotty. Wie war deine Zeit zu zweit mit Abby im Wald? Schön. Und deine Zeit zu zweit mit Emma? Oh, Alter. Auch schön. Unglaublich. Sie ist total verknallt in mich. Ach ja? Ja. Fehlt nur noch eine Lösung. Für das Fernbeziehungsding. Ist es das, was sie will? Woher soll ich das wissen? Ich meine, du könntest fragen. Fragen? Das ist witzig. Apropos, jetzt wirst du sehen, wie ein echter Mann schießen kann. Seid ihr Jungs immer noch beim Imponiergehabe? Nee, er hat nur ein Brett vor dem Kopf. Okay, bitte, jetzt gib sie mir. Jetzt lädt ihn nochmal nach, die hat er vorhin schon nachgeladen. Wenn ich es dir sage. Okay, hör zu, Jungs, das läuft voll. Wie oft lädt ihr ihn nach? Geschossen wird auf das linke Ziel. Nick zuerst, dann ist Jacob dran. Lass den Finger weg vom Abzug, bis ihr schussbereit seid. Alles klar? Ei, ei. Okay. 2 Dinge. Denkt an die Streuung, denkt an den Rückstoß. Das ist eine Flinte, kein Scharfschützengewehr. Das Licht zeigt euch, wohin ihr zielt. Tutorial anzeigen? Por favor. I want to know how it works. Oder eben auch nicht. Ach, hier kann ich... Oh, hier kann ich alles. Hier kann ich schon mal alles nochmal ein bisschen gucken, ne? Warte mal, Kampf war das, ne? Gut, lass jetzt nicht abstürzen, das wäre super. Keine Rückmeldung, okay. Warte jetzt. Combat. Ich muss dir leider sagen, dass du dich während deines Aufenthalts in Hackett's Quarry möglicherweise verteidigen musst. Wenn nötig, mit tödlicher Gewalt. Ziele in einer solchen Kampfsituation mit deiner Waffe und das Licht zeigt dir, wohin du schießt. Okay. Achtung, wenn du in unmittelbarer Nähe deines Ziels bist, verursachst du mehr Schaden. Bei größerer Entfernung nimmt die Streuung zu und Verletzungen sind weniger gravierend. Manchmal ist Waffengewalt zwar eine Möglichkeit, aber vergiss nicht, dass es auch Alternativen gibt. Denk daran, dass Waffen nicht ungefährlich sind. Die Verletzungsgefahr ist hoch. Also ich muss jetzt echt mal sagen, ich finde es ein bisschen diskriminierend, wie sie da so einen Bären zeigen. Also nicht alle Bären sind böse und groß und grün. Ja, nur die Hulkbären. Klar. Let's do it then. So, wir berechnen jetzt einfach die Streuung und zielen einfach jetzt auf eine Sache und die macht dann alles weg. Warte mal, von links nach rechts, hat sie gesagt. Also müsste ich jetzt da so drauf zielen. Sehr gut, Nick. 1 Punkt. Okay, wir sind zu weit weg, um richtig was auszurichten. Gehen wir näher ran und zerfetzen sie gründlich. Oh yeah, let's fetz. Okay, Nick. Jetzt wird's ernst. Alrighty, let's do it then. Oh, guck mal, jetzt bin ich super nah dran. Das ist super.
Oh yeah, like zwei auf einmal. Schuss. Ja. Dem Abschießen habe ich drauf. Nur Glück. Bin einfach sehr krass. Punkt für dich, Nick. Dankeschön. Gut so, Nick. Okay. Wir nachladen. Zeig, was du kannst. Zeig mal. Okay, vielleicht guckst du jetzt besser weg, Nick. Sonst hast du nachher noch mehr Performance-Ängste. Okay, okay. Halt die Klappe und schieß, Jacob. Oh, ich dachte, Lusche. Du bist Ultra-Elite-Profimeister. Ja, mit dem Gewehr, okay. Oh, Alter, du erschießt dir gleich noch jemanden. Nee, ist okay. Er hätte mich eh nicht getroffen. Hey. Okay, disqualifiziert wegen Dummheit. Was? Nein. Mama freundlich. Sorry, Jacob. Besser geschossen. Butter geschossen? Hey, das lag mir auf der Zunge, aber... Ihr seid beide gemein. Oh ja, jetzt kommt sie. Mm. Bam. Ihr dachtet, das wär's. Was so? Wow. Schon irgendwie heiß. Pop, pop, peanut butter, butter, pops. Pop, pop. Okay. Okay. Not bad, not bad. Dürft ihr überhaupt auf die Melone schießen? Haltet nicht. Weil die jetzt auch nur auf die Flaschen geschossen, ne? Campfeuerstelle. So, jetzt haben wir mittlerweile Nacht, Freunde. Jetzt geht der Spaß dann langsam mal so richtig los, ja? Glaube ich. Gleich steht das Tutorial beendet. Ja, die sind halt sehr, sehr gründlich. Sehr, sehr gründlich. Okay. Neue Idee. Partyspiel. Ach. Strip-Poker. Leute, vielleicht sehen wir uns nach heute Nacht nie wieder. Lasst uns was draus machen. Was schwebt ihr denn vor? Wie wär's mit Ultimativregeln für Wahrheit oder Pflicht, Ruf oder Ehre? Also, Dylan-Style. Dylan-Style. Okay, alles klar. Jemand fragt dich, Ruf oder Ehre? Dann wählst du und dann machst du's. Und zwar ohne Wenn und Aber. Also, normale Standardregeln. Ja. Also auch... Richtig mit Küssen? Wenn man sich traut, ja. Und alle einverstanden sind, eh klar. Supi. Ich meine, du kriegst deine Chance, wenn du dran bist, aber... Gut, wer darf denn zuerst? Es war meine Idee, also... Abigail. Ruf oder Ehre? Ruf. Lieber mal smooth bleiben, ha? Huh? Na gut, dann los. Hast du je mit irgendwem gepennt? Ich... Like a virgin. Was? Unterbrechen? Hast du je mit irgendwem gepennt? Hier im Camp? Nein. Nope. Sorry. Okay, Abby, du bist dran. Na gut, okay. Oh Gott. Abby, oh mein Gott, jetzt mach schon, Mann. Nein, Frau. Okay, okay, Ich weiß nicht. Cool. Wie vorbei. Ach, ding, ding, ding. Zu spät. Nächster. Ryan. Ruf oder Ehre? Mal Ehre. Ehre. Immer her damit. Hammer. Okay, Ryan. Du kriegst mal was Neues. Ich bin gespannt. Was Neues gewählt. Ich gebe dir eine Wahl. Und ich sage, du küsst entweder Caitlin oder Dylan. Wow. Ich meine, schätze, beide wären nicht übel. Sorry. Nicht meine Regeln. Eine fragwürdige Logik, aber okay. Dann mal los.
Also ganz im Sinne vom Pride Month, ja. Nehmen wir mal Dylan, oder? Komm, nehmen wir mal Dylan. Dylan, los, komm. Boah, was ist das für ein läppisches Pfeifen? Immer gerne zu Diensten. Woo! Ihm scheint es ja auch ein bisschen gefallen zu haben, oder? Hat noch ein leichtes Grinsen. Oh, da guckt auch noch ganz. Alter! Okidoki, wen nehme ich? Ich und Jacob waren noch nicht dran. Jacob und ich, der Esel ist zuerst. Machen wir mal Jacob. Na gut, Jacob, mal sehen, was du drauf hast. Oh, Ehre, Mann, komm schon. Okay. Ich sage, du springst jetzt über das Lagerfeuer hinweg. Wow, das kann gefährlich sein. Nackt. What? Oh, cool. Oh, fuck yes, ich spring voll über das Ding, aber sowas von. Ja, finde ich keine gute Idee. Nein, Jacob, warte. Mach das nicht. Stopp. Ja, ich sage Veto, du brichst dir noch das Genick. Was? Nein, komm schon, ich kann das. Nein, komm schon. Schön, was, Veto. Siehst du was? Die Arschhaare an. Leck mich doch, okay? Nehmt jemand anders. Wie du meinst, dann bin ich dran. Mach doch. Emma. Ehre. Oh, 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 oh. Emma, also du küsst Jacob oder Nick. Na dann. Ja, sorry, Nick. Da hast du keine Schnitte. Das ist eine Todsache. Ist vielleicht keine gute Idee. Ich nehme Nick. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Aber damit haut es jetzt natürlich auch Abigail so ein bisschen mit in die Pfanne, ne? Weil die steht ja auf ihn. Ah. Im Ernst jetzt? Es reicht. Oh, war auch noch lange. Holy shit. Es reicht. Ah. Upsi. Danke, Nick. Jetzt wahrscheinlich wieder Nick der Doofe, oder? Jetzt bestimmt Nick der Doofe. Ja, da geht's auf ihn zu. Du knuschst meine Freundin, Arschloch. What the fuck? War doch nur ein Spiel. Hey, ich bin niemandes Freundin. Ach, fick dich doch, nur ein Spiel. Ja, fuck, war's echt nicht. Jacob, hol Luft. Tja, ich schätze, ich sollte ihm wohl mal nachgehen. Du siehst wohl besser mal nach Abby. Ja, Mensch. So, hat jemand Lust auf ein Schachspiel? Was? Holy shit. Oh, jetzt kommt was aus dem Dunkeln. Ah, guck mal, hier haben wir wieder John Cena und Karl. Boah, die Musik hört sich ein bisschen an der Hand, ne? Ah, verdammt. Jedediah. Okay, vielleicht hätte man einfach echt nur eine Sekunde länger warten müssen. Da bist du ja. Ich bin wie immer entzückt, dich hier zu sehen. Dann sag, was bringst du mir mit? Wie ich sehe, hast du keine weiteren Karten. Doch du kehrst zu mir zurück. Wieso könnte das sein? Weil du hübsch bist. Ich kann so leider gar nichts tun. Finde Karten und dann bring sie her zu mir. Bitte, mein Kind. Okay, Mami. Das ist das erste Mal gewesen.
Geheimes bleibt verborgen und die Nacht wird dunkler. Gewiss ist, dass wir uns wiedersehen. Pass nur auf. Wo die Wölfe sind, sind Raben nicht fern.